Moin Freunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Hallo Leute. Ja, man sieht es schon, ich habe ein bisschen rumgebastelt. Die letzte Folge ist ja noch ganz normal, weil sie vorproduziert war. Jetzt fangen wir neu an bei Resident Evil 2. Okay, nicht neu an, es geht weiter. Ja genau, es geht weiter, aber halt mit einem neuen Hintergrund. Apropos Hintergrund. Hinter uns ist es schwarz. Ja. Na schon, kann ich ja mal zeigen. Also die rot-graue Wand. Rot-weiß-graue Wand ist weg. Genau. Denn ich habe von meinem Arbeitskollegen ein Greenscreen bekommen, darin ein bisschen rumgebastelt und es hat funktioniert, wie man sieht. Wenn wir euch zu dunkel sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann man vielleicht auch noch ein bisschen was dran machen. Wird aber mal wieder ein paar Videos dann dauern, denn wir nehmen jetzt wieder ein bisschen mehr auf. Ja. Wollen wir starten? Wir starten. So. Das Farbband knall ich weg. So. So. Ja, dann können wir. Wo müssen wir? Da müssen wir hin. Wir müssen nach unten, ne? Ich glaub schon. Ja. Und Leute, wie geht's euch? Was macht ihr Schönes? Darf man ja auch mal fragen. Ja. Ist ja jetzt für uns auch schon eine Weile her. Wie viele Wochen? Drei? Oh ja, es kommt hin. Ja. 3 oder 2 Wochen? Ne, 2 Wochen, glaube ich. 2 oder 2,5. Ja, wir haben uns halt einfach mal spontan entschlossen, doch noch ein bisschen aufzunehmen. Ist aber momentan ein bisschen schwierig. Viele Termine, viel Arbeit, viel ja. Action und ja. Da bleibt das halt manchmal ein bisschen auf der Strecke. Genau. Aber das soll nicht heißen, dass das uns keinen Spaß macht. Es ist halt, oh, wie ekelhaft war das. Heftig. Ja. Wir gucken halt immer, dass wir das irgendwie kriegen mit aufnehmen. So. Ja, du musst es jetzt, glaube ich, nach oben kurbeln. Nein, ich muss das von oben machen. Echt? Ja, ich glaube schon. Glauben heißt nicht wissen. Wenn nicht, dann gehen wir nochmal nach unten. Ja, ist ja zum Teil leider auch mit Leon so ein bisschen Wiederholung. Ja. Wenn man das machen kann. Ja, das stimmt. Deswegen sind wir manchmal auch so ein bisschen verwirrt, ob wir das jetzt tatsächlich schon gemacht haben oder ob das noch vom ersten Run so ist. Quasi mit Claire, das will sie eigentlich sagen. Ja, sorry, es ist schon wieder so spät. Und reden ist momentan für mich ein bisschen anstrengend. Kann man das so sagen? Hast du doch schon. Nee, du musstest das doch unten. Ja, dann gehen wir nochmal nach unten. Hast du noch mich gehört? Ja, tut mir leid, Haji. Mach nichts. Aber Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil das ist, während einer Aufnahme auf einem bequemen Stuhl zu sitzen. Weil sonst saß ich immer auf so einem komischen Hocker. Wo man eigentlich die Füße drauf ablegt. Genau. Weil wir sonst halt einfach gar keinen Platz hatten, ne? Jetzt habe ich aber hier meinen kleinen Aufnahmebereich ein bisschen umgebaut, umgestaltet. Perfekten Platz für die Kamera. Ringlicht. Noch ein Licht. Monitor. Also, es geht bergauf.
Ja, du wolltest ja eigentlich erst die Wand hinter uns grün streichen, aber das wollte ich nicht. Nein, das wollte sie nicht, ich wollte es, aber... Naja. Das würde halt total scheiße aussehen. Also unser Wohnzimmer ist halt in so einem rot-grau-schwarz-weiß. Nee, schwarz nicht. Doch, die also Möbel sind schwarz. Ja. Das hätte halt überhaupt... Der ist schwarz nicht so ein Anthrazit. Ja, aber es hätte halt nicht gepasst. Und es war verdammt viel Arbeit, das hier zu renovieren. Kann man das so sagen? Dass man hast du doch schon. Ja. Nein, ich meine, wir haben hier jetzt nicht vor kurzem renoviert. Ist ja schon ein bisschen her. Aber es war viel Arbeit zu renovieren. Ja, das auf jeden Fall. Viele anstrengende Tage. Ja, weil ich damals die Wohnung von meiner Mama übernommen habe, die nicht mehr unter uns weilt, leider. Und es war halt alles noch so, wie es war vorher. Und da musste halt immer was passieren. Und das hat uns viele schlaflose Nächte gekostet. Was muss ich hier machen? Gar nichts erstmal. Okay, dann lassen wir das. Also Renovierungsarbeiten sind echt übel. Und wir sind immer noch nicht fertig. Aber man, ich glaube, das kennt ihr alle. Da fällt ja immer was an. Genau. Obwohl, wollten wir nicht sogar renovieren? Wann? Noch? Die Türen? Ja, die Türen. Ist für mich auch Renovierung. Ja. Ich weiß doch, warum du mich jetzt immer dabei hast, damit ich immer erzählen kann. Smalltalk, ne? Ja, weil ich konzentriere mich aufs Spielen, du aufs Reden. Obwohl, ich habe auch noch was Neues zu verkünden. Kann sein, dass ich in den nächsten Folgen eine andere Haarfarbe habe. Ja. Es wird Zeit. Okay, jetzt sieht man es ja sowieso so erstmal nicht. Außer... Ja, wir passen das ja auch alles nochmal an, ja. Und so. Ist jetzt gerade eigentlich auch nur so ein Testlauf. Also ich muss sagen, mir gefällt es so eigentlich recht gut. Nein, aber ihr habt ja gesehen, wie die Haarfarbe von mir vorher aussah. Ist so ein dunkelblond. Was meine Naturfarbe ist, aber ich mag es gar nicht sagen. Was? Warum ich färben muss. Weil du grau wirst, sag's doch einfach. Jeder Mensch wird grau. So, ich werd auch grau bei dir. Ich werd grau wegen dir. Du treibst mich manchmal in den Rand des Wahnsinns. Gehört aber dazu. Und nein, ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Irgendwann fängt's halt mit grauen Haaren an. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ja, aber bei mir ging das halt mit grauen Haaren schon sehr früh los. Aber färben mache ich ja nicht, ich töne sie. Temporär. Eine temporäre Töne. So. Mit einer was? Temporäre Tönung. Okay. Das heißt, das wäscht sich wieder aus. Habt ihr gehört, ne? Und ist schonend für die Haare. Oh nee, diese Spinnies, ich mag die nicht. Die sind so eklig. Ja, heute genug gesmalltalkt, oder? Oder soll ich noch irgendwas erzählen? Du kannst mir mal erzählen, was ist hier genau passiert? Ich weiß nicht, was passiert. Tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Aber guck mal, es lief bis jetzt ganz gut. Die Aufnahme läuft jetzt seit 9 Minuten. Und noch kein... Im Bereich hast du eine Karte? Da kommt doch jetzt gleich hier dieser komische Vogel. Ich glaube auch. Sieht auf jeden Fall ganz danach aus, als würde da gleich irgendwas passieren. Wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen uns überraschen. Na los, komm, wir laufen. Haben wir hier irgendwas? Sieht mir so nach Ending aus. Also jetzt so schon? Nach Boss-Fight.
stimmt, du musst den Dings auf der anderen Seite, das, den Aufzug rufen. Oh ne, jetzt sag nicht, ihr müsst schon wieder diesen komischen Dings da im Zug machen. Guck mal, zuck, 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 die Eisenbahn. Ich weiß überhaupt tatsächlich gar nicht mehr, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Weil bei Claire war das ja relativ kurz. Zuck, 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 die Eisenbahn. Wer will mit zum Ending fahren? Das hat sie sogar gereimt. Ja, ich weiß. Hat du geübt? Ich sollte Freestyler werden. Mhm. So wie mit deinem Beatbox gestern, ne? Ja, Mann. Pumpsikatze, Pumpsikatze, Pumpsikatze. Pumpsikatze, Pumpsikatze. Das ist ganz einfach. Luft rauspusten und Luft einziehen. Hört sich an bei mir wie im Kreissaal. Jetzt mal davon abgesehen, du hast nicht mal eine richtige Waffe für sowas. Das ist Bossfighting. Die das gemacht? Ja, guck dich da erstmal um. Als ob die das jetzt für mich gemacht hat. Ja. Warum habe ich so eine liebe Dame an meiner Seite? Und ich meine jetzt nicht dich gerade. Ja. Aber ich komme hier nirgendwo raus. Oder muss ich hier raus? Ich glaube, du musst da wieder raus. Kann vielleicht sein, dass wir gleich sterben. Ja, irgendwie habe ich befürchtet, da gerade was kann. Oh, hast du das Feuer mit? Hat er das nicht immer mit? Ja, dann mach das mal. Piu. Das wissen aber auch viele gar nicht, dass man das entzünden kann. Ja, los, komm. Wer ist diese Dame überhaupt? Ada. Ach so. Haben wir doch schon kennengelernt. Du Dulli. Ich wundere mich so, warum läuft die mir so hinterher, wenn ich Zucker am Arsch hätte. Oder sind Zombies halt hier. Würde ich Pistole nehmen. Hörten sich zumindest wie Zombies an. Einer von der ganz knusprigen Sorte. Ich brauch gar nicht schießen. Ein bisschen vielleicht. Die sind tot. Ach ne, da kommt noch einer. Ich würde die alle wegmachen, dann muss später dann mal überall lang. Ich muss gleich meine Pausen noch ein bisschen umsetzen. Das ist ein bisschen unbequem. Na los, komm, schieß! Geht nur, wenn die angreifen. Was stehen die denn da auch so? Aber die verschießt jetzt nicht meine Munition. Nein. Ne? Hund. Ja, schießt du jetzt, Liebe. Das ist zu langwierig. Stehen wir morgen noch da. So. Guck mal, wunderbar. Hat alles funktioniert. So wie ich mir das vorgestellt habe. Nee. Da sind sie. Sind gerade wenige. Die haben sich gerade über das Wetter unterhalten. Ja, genau. So sahen die zumindest aus. Erstmal Smalltalk.
Ja, wie war das Wetter heute? Gut. Ich weiß nicht, ob die sterben kann, ne? Wäre schon übel. Also kann man auch Munition sparen, ne? Ja, sicher. Aber warum muss ich denn jetzt... Nee, komm, ich geh erstmal auf die andere Seite. Da lag bestimmt noch irgendwas... Was, also bei Claire lag da was, das weiß ich. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja. Heilung. Ja, haben oder nicht haben, ne? Kannst du ja kombinieren. Habe ich vor. Ich hoffe, es kommt gleich ein Speicher an, damit wir das Rädchen wegtun. Mm. Aber ich meine, da kommt gleich eins. Ja, ich will die Leiter hoch. Ach, wir sind hier. Okay, es geht dann doch schon auf. We finally arrived. Bossfighting. There must be something hidden here. Erstmal ein bisschen leer machen. Ach, das haben wir auch noch nicht entwickelt. Na, brauchen wir das unbedingt? Nee, ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Hatten wir doch eigentlich vorgehabt. Ja, wir wollten so vieles machen. Da ist auch noch ein Heilspray. Ja. Und Magnum Munition. Glaube ich, dass es Magnum ist. Ja, da kannst du nichts machen. Lass die da mal ihren Kram machen. Ja, ist Magnum. Ja, also wenn das mit dem Teil jetzt hier heute nicht doch nicht mehr so lange dauert, dann starten wir ja doch bald schon mit dem dritten Teil, ne? Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die mitnehmen sollen, die Magnum. Dafür die normale erstmal. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß es auch nicht. Ich auch nicht. Aber waren wir mit Claire nicht da, wo es dann so fast zum Ende hinging? Ja, glaub schon. Wollen wir mitnehmen? Ja, wir nehmen sie erstmal mit, ob wir sie dann brauchen oder nicht. Also so dann. Ja. Ob wir sie dann tatsächlich brauchen, sehen wir ja dann. Wolltest du erstmal speichern? Noch einmal? Zur Sicherheit? Kann ich machen. Obwohl, nee, so wie ich das Spiel kenne, liegen hier doch welche, ne? Ja. Ja, doch, du stehst ja. Mhm. Ja, sicher. So. Da will ich wissen, was kommt, lieber einmal abspeichern zu Sicherheit. Ja, weil man kennt es ja bei Claire, wie Probleme ich da hatte. Und um dem einfach aus dem Weg zu gehen, machen wir das lieber so. Genau. So. Wie heißt die Tante nochmal? Ada? Ada. Ada, komm mit. Auch die Karte hin, soweit ich mich erinnere. Genau hier auf der, da. Ja, mitnehmen. Mal gucken, was... Da ist jetzt gleich der Kampf. Also es ist gar nicht verkehrt, dass wir die Dings mitgenommen haben. Ja, genau. Achso. Hä? Ach, die ruft den, glaube ich, jetzt nach oben, meine ich. Aber guck da noch mal auf die Fässer, ob da auch noch was liegt. Die Fässer, die da rumliegen. Die da rumstanden, ja. Kann ja sein, dass
da vielleicht noch was liegt, was wir brauchen. Weil ist ja nicht immer offensichtlich, dass da was rumliegt. Ja? Oh. Okay. Ja, machen können wir da jetzt sowieso erstmal nichts. Würde ich erstmal nochmal zu Ada gehen, ob die inzwischen da den Kram erledigt hat. Ja, machen wir so. Hast du nicht einen Schlüssel? Ist das nicht der, den wir vielleicht brauchen? Den hier noch? Ja, prüf den mal. Oder hast du einen anderen Schlüssel? Ich glaube nicht. Den hier habe ich. Nee. Und den. Ja, damit kann ich nichts anfangen. Weiß ich doch nicht. Nein. Ich glaube, das wird der andere Schlüssel sein. Oder? Auch nicht. Hä? Kommen wir denn da irgendwo noch woanders hin? Gehen wir einfach einmal auf die Karte. Ja, lass mich eben die Schlüssel wieder packen. Unten. Ja, dann müssen wir immer nach unten. Also, wo muss ich jetzt? Draußen eine Tür? Nee. Ich wüsste jetzt nicht wo. Warte mal. Ah, das ist das hier. Ja, da können wir mal weg. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Das ist voll was. Warum? Ich dachte, das wäre eine Rampe. Einfach so. Habe ich auch gedacht. Diesmal nicht ganz so lange. Ach, ich weiß nicht. Was denn? Erzähl ich dir nicht. Mach du mal. Ah, da liegt auch der Schlüssel, den wir brauchen. Würde ich aber einfach umgehen. Ja, kannst du jetzt gerade nicht so. Ah, da schlägt sie kaputt, ne? Ja. Ja, okay, dann. Muss gleich schnell machen, ne? Dann kommt der nämlich gleich ins Eck. Okay, schön. Ja, hol du mal aus, wir sind jetzt weg. Adios, amigos. So. Wie habe ich das gemacht? Gut. Jetzt zurück zu Ada. Vor der Vollhorst jetzt hinterherkommt. Ah, der kann auch hinterherkommen? Ja, natürlich. Außer Speicherräume kann er nicht gehen. Hm. Aber wir brauchten ja nur den Schlüssel. Ah, mehr brauchten wir gar nicht? Nein. Ach so. Damit sie diesen Fahrstuhl oder was auch immer das ist, diese Plattform rufen kann. Ja, verstehst du da falsch? Ja, ist doch der in der Hand. Jetzt. Come on, let's go. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, da wo wir gerade waren. Die Plattform ist jetzt oben. Ach so. Was ist jetzt dieser Fahrstuhl, dieser, nee, dieser, was das auch immer sein soll. Zug. Waggon. Und da brauchen wir, glaube ich, auch den anderen Schlüssel gleich.
Ah, stimmt. Und im anderen Dings hatte ich Sherry hier, ne? Ein richtig unangenehmer Sound. Aber das sieht ganz nach Ending schon aus, ne? Ist das Ending? Ne, muss ich auch wieder ins Labor. Das ist nur Postgleich nochmal. Ach so. Aber okay. Es geht auf ein Ending zu. Ada, can you hear me? Come on, snap out of it! Ja, und guck erstmal, ob da überall was rumliegt. Na los, komm. Geh mal raus. Geh mal raus. Diesmal sterben wir nicht. Nein. Schießen und weglaufen, nicht vergessen. Hm. Das ist weg erstmal. Ach geil, hab ich gar nicht mitbekommen. Warning. Warning. Welcome back. Ja. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. Is it just me, or does everybody always ignore what I say? I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. So, Freunde. Reihenfolgenpäuschen. Genau. Wir haben den Kampf überlebt. Wir haben den Kampf gewonnen. Den Zwischenboss. Den Kommt Zwischenboss, noch einer. Genau. Ja. Bleibt dran. Es wird noch spannend.
Ihr könnt mir auch noch folgen. Ist unten alles drin. Sieht man ja. TikTok, da gibt's lustige Videos. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.